Herr Stadler. Ja, Herr Präsident, ich habe diese Resolution als Ganzes mitgetragen, weil sie ja doch vom Geist bestimmt ist, mehr Fairness gegenüber Russland walten zu lassen, was ich begrüße, insbesondere im Energiesektor oder auch im angesprochenen Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Aber ich habe alle Abänderungsanträge abgelehnt, und zwar mit gutem Gewissen. Ich möchte neuerlich an dieses Haus und wiederum an dieses Haus appellieren, Russland fairer zu behandeln. Das bedeutet auch, sich nicht in innerrussische Angelegenheiten unverzumengen. In keinem Land, das mir bekannt ist, wird so sensibel auf Einmischung von außen, insbesondere von europäischen Institutionen, reagiert, wie das in Russland der Fall ist. Russland ist kein Land von Unmündigen. Die Russen sind selber in der Lage, auch ihre eigene Justiz zu organisieren und brauchen nicht unbedingt Ratschläge aus der Europäischen Union. Wir haben einige Länder, in denen wir besser im eigenen Bereich für Ratschläge und für eine Verbesserung der Justiz sorgen würden. Russland gehört jedenfalls nicht als vorrangiger Adressat dazu. Eine weitere Stimme zum Thema. Arvoisa. Danke, Herr Präsident. Ich möchte auch hier meine Stimmerklärung abgeben. Ich habe für die Entschließung gestimmt. Und ich möchte hier insbesondere